Ich freue mich jetzt auf meinen ersten Gast. Er ist ein grandioser Schauspieler, ein wahnsinnig cooler Typ und sein Name klingt tatsächlich wie ein Special Move aus Street Fighter 2. Deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Einen Riesenapplaus für einer von Deutschlands besten Schauspielern. Hier ist Ken Duken. Einer der besten deutschen Schauspieler, die wir haben. Also wenn man in Deutschland in Sachen Schauspielerei oben ins Regal greifen möchte, dann bist immer du da. Also du hast wirklich so tolle Filme gemacht und bist heute hier. Ich zahle dich später. Ja, ja, aber ich finde das so toll. Ich meine, Schauspieler, gerade von deinem Kaliber, die kommen dann eigentlich immer nur in so Shows, wenn es irgendwas zu promoten gibt oder wenn man irgendwie Werbung für irgendwas machen will. Du bist einfach hier, weil du Bock drauf hast. Und ja. Das finde ich, das ist so selten und so toll und so toll sympathisch. Deswegen freue ich mich, dass du hier bist, Alter. Man sagt ja über dich oft, du bist der deutsche Brad Pitt. Nervt so ein Vergleich? Oder? Das war vor 22 Jahren. Echt? Ich glaube, ich bin aus dem Vergleich rausgewachsen, leider. Aber das schmeichelt einen ja schon. Ich meine, Hollywood ist ja eh so eine. Du hast ja eine Nähe zu Hollywood. Du hast bei Inglourious Basterds mitgespielt. Wie ist die Arbeit mit Quentin Tarantino so? Lustig. Also, ja? Es ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Macht viel Spaß. Ja, er hat ja so zwei. Ja, ja, er hat zwei Herzen in der Brust, aber es macht viel Spaß. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für dich, okay? Wir werden nämlich jetzt bekannte Filme in andere Genres übersetzen, okay? Also es gibt ja verschiedene Filmgenres, Western, Science Fiction und wir werden jetzt einen Film nehmen und den dann in ein anderes Gewand packen, okay? Okay, das machen wir per Zufallsgenerator und wir haben einen wahnsinnig guten Namen für dieses Spiel. Wir haben ein Spiel entwickelt, wir haben es benannt nach einem französischen Schauspieler. Wir spielen nämlich jetzt Genre No. Wir reisen jetzt komplett durch eine Videothek, durch alle Filme. Und du hast Kostüme für dich da. Es wird da immer angezeigt, welcher Film in welchem Genre. Bist du soweit? Ja. Kurz nochmal in uns gehen? Nein. Und der erste Film, bitte. Okay, es geht los mit Forrest Gump als Horrorfilm. Los geht's, zieh dir. Du bist Forrest. Okay. Das bin ich? Ich bin Oma. Horror, ne? Horror, richtig. Ja. Horror, Horrorfilm. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Aber bitte lassen Sie mich jetzt in Ruhe auf den Bus warten. Dankeschön. Sie warten auf den Bus? Ich warte hier auf den Bus. Ich auch. Dann können wir zusammenfahren. Und ich erzähle Ihnen von meiner großen Liebe, der Jenny. Ah. Oder von meinem guten, besten Freund, dem Baba. Mhm, schön. Oder wir kennen Dan, der hat keine Beine mehr. Er hatte schöne Beine. Sie auch. Nehmen Sie eine Praline. Nein, ich möchte keine Praline. Vielen, vielen Dank. Sag mal, sind Sie jetzt irgendwie verrückt oder sowas? Also bitte lassen Sie mich jetzt einfach. Verrückt ist der verrückt ist. Tja, das ist. Hat meine Mama immer gesagt. Ich liebe meine Mama. Und jetzt essen Sie Ihre Praline auf. Essen Sie Ihre Praline auf! Ken Duken, Alter! Nächstes Ding, bitte. Wow! Ah!
Sie ist Teil der Welt, die Frau. Wer vermag ihr die Stirn zu bieten? Bist du es? Bist du es? Sie hat ein Haus, ein kunterbuntes Haus. Einen Primaten und ein Nutztier. Von stolzer Wonne hat sie auch. Pferd! Schweden. 2 mal 3 ist 6 und nicht 4. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bumm. Bumm. Wie gefällt mir die Welt, wenn ich sie mehr mache? Das ist für Tom. Und das ist für Annika. Das war Kunst. Oh Gott, James Bond. Ich habe auf Sie gewartet, Herr Bond. Ich mache uns jetzt erstmal einen Drink. Wodka Martini, richtig? Bitte geschüttelt. Das trifft sich gut. Ich kann auch nur geschüttelt. Trinken Sie. Das war sehr lecker. Und jetzt sagen Sie auf Wiedersehen, Herr Bond. Bitte nicht schießen. Sie haben noch nicht einmal getroffen. Oh, hoppla, schieß mal einmal, schieß mal einmal. Einmal platziert. Oh, oh, was machen Sie da? Wow. Herr der Ringe. Als... Oh Gott. Gerne. Hast du Instagram? Ja. Ja? Aber ich bin da nicht so gut drin. Du bist nicht so gut in Instagram? Ja. Halt ich mal an mich. Ich bin immer noch am Das ist so geil. Meine Face-App erkennt mich gerade nicht mehr. So, wir sind jetzt in der Instagram-Story. Achtung. So, komm mal nach vorne. Genau. Hi Leute, hi, wir sind's. Hey, Frodo Dauer. Hey! Und Sam Slimani. Heute wollen wir euch mal was ganz Besonderes zeigen. Aber bevor es soweit ist, erstmal vielen, vielen Dank für 200.000 Gefährten hier bei Instagram. Danke. Ihr seid die Besten. Hey, ihr seid die Besten. Ihr seid heute gibt's ein kleines Unboxing. Ja. Unboxing. Deswegen erstmal danke ans Auenland Jewelry, die uns das hier zugeschickt haben. Oh Gott, was hast du denn da? Oh nein, ist das wow. dieser? Es geht um diesen Ring hier. Absolut. Der ist Teil von einer Kollektion von insgesamt 7 Ringen. Ist echt voll nicht krass. Dein Ernst? Ja, aus der Sauron-Kollektion. Ja, ansonsten swipe up und dann könnt ihr, wenn ihr den Code FRODO15 eintippt, kriegt ihr 10%. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommis. Ja. Aber nur, wenn ihr keine Trolle seid. Nächste Woche gibt es noch ein Follow-up-Video aus Mordor. Oh, cool. Und der hat noch eine super spezielle Funktion. Der hat so einen Unsichtbar-Filter. Wenn man den hier drauf sitzt, dann ist man weg. Nur Spaß! Mega geil. Ach so, was kommt jetzt hin? Ach du Scheiße. Benjamin Blümchen, Benjamin Benoit, für die, die es nicht kennen. Ja, ist sehr so, sehr monologisch, ne? Hat sehr viel Monolog. Sehr düster, sehr sexy. Schwarz-weiß. Ich
Kann man das schwarz, mach mal schwarz-weiß, mach mal richtig schwarz-weiß. Schwarz. Ja, geil, jetzt ist richtig Kino. Töre. Es war einer dieser verdammten Tage, an denen im Zoo mal wieder der Bär los war. Aber zum Glück nur im übertragenen Sinne, denn ich hasse diese frei herumlaufenden, haarigen Viecher. Bären, wer braucht die schon? Plötzlich ging die Tür auf und mein guter Freund Otto kam herein. Ich weiß nicht, was es war, aber ich mochte diesen Kerl einfach. Doch er hatte heute einen Gesichtsausdruck, den ich bei ihm noch nie zuvor gesehen hatte. Benjamin, es ist kalt geworden da draußen. Es gibt schlechte Nachrichten für dich. Carla Kolumna schreibt, eurem Zoo steht das Wasser bis zum Hals. Es war einer dieser Tage, an dem ich meinem Freund Benjamin sagte, dass Carla Kolumna geschrieben hätte, dass dem Zoo das Wasser bis zum Hals stehen würde. Carla Kolumna, nichts als verdammte Lügen. Dieser Zoo würde nicht pleite gehen, dachte ich. Ich würde dagegen vorgehen, auch wenn ich eigentlich aufhören wollte mit der ganzen Scheiße. Mein alter Rüssel wurde müde. Doch ich hatte sogar schon mal mit Herrn Tierlieb verhindert, dass eine Straße durch den Wald gebaut wurde. Dann kriege ich das wohl auch hin. Wenn es einer schaffen würde, dann Benjamin, dachte ich. Schließlich hat er mit Herrn Tierlieb ja schon mal verhindert, dass eine Straße durch den Wald gebaut worden wäre. Das sagte ich bereits. Ja, er sagte, dass er das bereits sagte. Otto sagte, dass ich das bereits sagte, dass er bereits sagte, dass ich es bereits sagte. Er sagte mir, dass er es bereits sagte, dass ich ihm bereits sagte, dass ich gesagt habe, dass er es gesagt hätte, dass ich es gesagt hätte. Das sagte ich bereits. Und wie kommen wir aus der Nummer raus? Tschorö, Motherfucker. Oh, Fight Club, geil. Fight Club als Bully Herbig-Film. Oh. Ah, Bully Herbig. To the sky. Nein, 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 jetzt hört's mal auf, jetzt hört's mal auf, jetzt hört's mal auf. Talk to the left because you ain't right. Nein, jetzt hört's mal auf. Also wenn wir jetzt hier unseren Fight Club machen mit so Bum, Bum, Bum und mit den Schlagen und so, dann müssen wir uns an Regeln halten. Und die Regeln sind wichtig, sonst geht's jetzt runter und drüber und dann macht keiner mehr was dabei. Also Regel Nummer 1 über dem jetzt halt's mal da, Heldenspätzchen. Regel Nummer 1, kein Wort über den Fight Club. Auch nicht beim Kaffeeklatsch am Freitag? Ach, nicht dann, du blödes Schlitzchen. Wie gemein. Regel Nummer 2, nicht so doll hauen, sonst kotzt du wieder, Jacqueline. D'accord. Und am Ende gibt's noch eine Überraschung. In mir stecken Brad Pitt und Edward Norton. Du Sau. Da ist es. Sehr schön. Star Wars. Oh, wow. Moin, Hallöchen, hallo, heute mein Thema. Was? Wir sind verwandt? Das kann ja Jedi behaupten. Und dazu begrüße ich meinen ersten Gast, den Darth. Hallo, Darth, grüß dich. Hallo, Olli. Hi, ja, grüß dich. Hallo, mein Lieber. Wir sind heute hier, weil du deinem Sohn, dem Luke, etwas Wichtiges sagen willst. Was willst du denn sagen? Erzähl mal bitte. Ja, genau, und zwar, dass ich ja sein Vater bin. Ja, Mensch, das ist ja eine richtig krasse Situation da mit dem Vatersein und so, ne? Was glaubst du denn? Hallo, ich bin der Olli, du bist? Vanessa. Vanessa, glaubst du denn, dass der Darth der Vater vom Luke ist? Was meinst du denn? Bestimmt. Bestimmt, ne? Ja, die Vanessa sagt schon mal ja. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Vaterschaftstest gemacht und dann gucken wir mal, was da so rauskam. Also, tatsächlich, ja, was soll ich sagen, Darth? Da hat das Lichtschwert aber mal richtig gesessen. Der Vaterschaftstest ist positiv. Du bist... du bist der Vater. Und dann holen wir den Luke jetzt mal raus. Und dann machen wir eine riesen Familienzusammenführung. Oder Luke, bitte, dein Auftritt. Komm zu deinem Vater. Papa! Papa! Dein Vater mit. Papa!
dass ich dich nicht umbringen werde. Wahnsinn. So, hier, umarmen hier. Er ist einer der besten deutschen Schauspieler im Land. Und er ist nicht zu eitel, um diesen Schwachsinn mit hier uns aufzuführen. Vielen Dank, Ken Duken!